Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Fallout 76. Fast wäre diese Folge nicht rechtzeitig erschienen und auch jetzt wird die Zeit ein bisschen eng, weil ich immer so einen langen Upload habe. Aber ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, euch gleich am ersten / zweiten Tag dieses coole Event und den Fasnachtskram irgendwie zu präsentieren, soweit ich es kann. Tja, gestern Abend, als ich eigentlich ganz, ganz viel Zeit hatte, um mich hier so ein bisschen um dieses Ding hier zu kümmern, ja, da wollte Fallout nicht. Es gab mal wieder einen Bug. Ich hatte eingeloggt, Spiel sofort gecrashed. Ich hatte überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen. Ich loggte neu ein, Spiel wieder gecrashed, bla bla bla, bumm. Es ging den ganzen Abend so. Insofern hatte ich einfach keine Chance, mein Video gestern Abend schon aufzunehmen. Heute hatte ich dann das Glück, im Forum ein Workaround zu finden. Es liegt nicht am Spiel selbst, sondern an diesem absolut grenzbeschissenen Bethesda-Launcher, den ich immer noch scheiße finde. Ja, er ist kacke Bethesda. Er ist einfach nur Grütze, programmierte Grütze. Und es wird immer programmierte Grütze bleiben, liebe Leute. Aber okay, wir müssen uns damit halt irgendwie rumschlagen. Hier sieht es auch schon ziemlich nach Fasching aus. Gucken wir mal, was die anderen hier so machen. Weil ich glaube mal, das Event ist gerade rumgegangen. Oder... Nein! Ach, die sind hier noch am werkeln. Ja, geil. Okay, mal gucken. Die latschen hier jetzt brav rum und töten Leute. Oder auch nicht. Wo denn? Wo sind denn hier die Gegner? Hatten die hier irgendwelche Chancen, Leute zu töten? Ah, da kommt schon der Nächste. Och, Manno, ihr seid alle zu schnell mit euren Knarren. Da ist ja kein... Oh mein Gott, die Musik ist ja wirklich grauenvoll. Ich sehe schon, ich werde auf irgendeine Knarre umbauen müssen, fürchte ich. Aber hey, die Sachen hier sind ja schon mal richtig hässlich. Oh mein Gott. Hilfe, was sind das denn hier für Kostüme? Oh, da geht ja gar nichts. Oh, warte mal, hier. Wie gut, dass ich strahlungsresistent bin. Muhaha. Einmal draufgehauen. Thema erledigt. Oh, da kommt schon der Nächste. Oh, das ist ja langweilig. Schieß ihn halt gleich um. Mensch. Was für eine wirklich furchtbare Parade. Ich hatte mich heute auch extra in mein hässliches Maulwurfsmann-Kostüm geworfen. Damit wir hier auch so richtig was zu gucken haben. Wenn ihr wissen wollt, wie man an dieses ultra hässliche Kostüm rankommt. Ich habe euch mal dafür einen Guide gemacht. Oh, da sind schon die nächsten. Mini-Atombombe. Könnte ich jetzt alles mitnehmen? Supermutanten-Selbstmörder, okay. Also man hat hier recht viel mit Supermutanten zu tun, wie es ausschaut. Und die latschen hier brav einmal quer durch die Bude. Vergnügter Metzger? Was bist du? Beschwingter Musiker? Ja, ihr seht alle so ein bisschen fertig aus irgendwie. Bist du frohlockender Dekorateur, okay. Und du? Munterer Imker, okay. Ist nicht sehr schön. Ich sehe schon, ich muss mal irgendwie eine andere Knarre rausziehen. Nehmen wir doch das Gatling-Geschütz. Oh Mann. Na, das ist ja mal lustig hier. Aber die anderen haben sich hier auch gleich ins Kostüm geworfen. Also wenn ihr dieses Kostüm haben wollt, das ich hier trage, den munteren Maulwurf, dann folgt einfach dem Link, den ich hier oben einblende. Dann habt ihr auch eine schöne Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Na, wo sind denn die Selbstmördermutanten? Mann, hier sieht man ja gar nichts. Oh, wow, wow. Diese Hunde. Oh, warte mal. Ist die Parade jetzt fertig oder was? Immer noch nicht. Oh, wir haben einen Kombattanten verloren, glaube ich. Uiuiui, das war natürlich nicht so schön.
Okay. Na, das ging ja schnell. Wir haben ein Fasnachts-Event fertig. Yeah. Mal gucken. Fasnachtsmaske? Soldat. Fasnachtsmütze. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, was ich gekriegt habe. Ah, Kleidung. Gucken wir doch mal. Fasnachtsmaske, Soldat. Oh ja, das und sogar eine Kappe. Okay. Ah, hier. Das ist der Soldat. Ja, der ist ja mal so richtig nett hier. Uiui. Okay. Warte mal. Das gucken wir uns doch mal hier im Fotomodus ein bisschen besser an. Damit ihr das auch sehen könnt. Oh mein Gott, ist das Ding hässlich. Alter Witzka. Und was ist das? Das ist der schlecht gelaunte Fisch? Der besoffene Fisch oder so? Oh meine Güte. Das sind jetzt mal wieder Klamotten. Oh my. Herrlich. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben, coole Klamotten zu kriegen. Ach ja. Ah, und hier machen die Leute gleich mal Fotos. Ich sehe schon, ich werde dieses Event wahrscheinlich mehr als einmal machen, um dann mal auch zu raffen, wie das hier alles so funktioniert. So, mal gucken. Machen wir hier auch gleich mal ein cooles Foto. So richtig schön vor dem brennenden Wintertypen, Mann, whatever. Oh yeah, Gott, ich sehe mal so richtig scharf aus hier. Alter, okay, gucken wir mal, welche Pose ich nehme. Warte mal, Scharfschütze finde ich gut. Das ist mal richtig scharf. Hey, du Fotobomber, geh weg. Na gut, dann nehme ich dich halt mit. Ultra. Was für hässliche Kostüme. Also die sind so richtig scheußlich. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns natürlich auch erstmal ein bisschen in Helvetia umschauen, weil ich glaube nicht, dass ich hier in einem Let's Play schon mal drin war. Und das Coole an Helvetia ist ja, dass es ein Ort ist, an dem ursprünglich wohl mal schweizerische Siedler waren. Die haben einen Teil ihres Brauchtums mitgebracht. Oh. Aufhören. Kann nicht aufhören. Oh Mann. Junge, du solltest vielleicht auch treffen. Wie wär's? Ich glaube, ich brauche aber mal irgendwie eine andere Knarre. Nehmen wir doch die hier. Falls es hier noch irgendwelches Zeug gibt. Okay, hier könnte ich eine Schachtel Zigaretten mitnehmen. Oh, hier geht's auch noch hoch. Cool. Ich war schon ewig lang nicht mehr hier. Das muss ich dazu sagen. Wir hatten Helvetia irgendwie mal so vor ein paar ganz, ganz langen Wochen entdeckt. Angeguckt, fanden es cool. Pastorengewand. Okay, wenn ihr ein Pastorengewand haben wollt, in der Küche von Helvetia gibt's das offensichtlich. Was haben wir hier Schönes? Salisbury Stick. Oh, das nehme ich gerne mit. Kann ich immer brauchen. Und ein Rangerhut gäbe es hier auch. Okay. Ja, jetzt lauf hier halt mal die Treppe hoch, Mädel. Schaffst du das nicht? Ist das zu schwierig für dich? Oh, hier gibt es auch nochmal Zeug. Sehr gut. Na? Ja, extra Zeug. Super. Ach ja, das ist ja eigentlich relativ entspannt hier. Ja, normalerweise rennen hier eigentlich nur Verbrannte durch die Gegend. Eben die ursprünglichen Siedler, die sich hier mal so ein bisschen angesiedelt hatten und, nun ja, so ein kleines Problem hatten. Oh, Entschuldigung, ups, da wackelt sogar das ganze Bild, weil ich niesen muss. Ach ja. Nee, also ich finde das eigentlich ganz witzig. Vor allem, weil man hier auch noch das ein oder andere über den Hintergrund dieses Dörfchens findet. Wenn ich es denn wieder finden würde. Ich weiß nicht mehr genau, wo die Items waren, aber wir können uns hier ja mal in aller Ruhe umgucken, bis das nächste Event startet. Oh Mann. Oh, hier gibt's ein Rezept. Mal gucken, was ist es denn? Habe ich das schon? Blähfliegenhackbraten. Oh, lecker, lecker. Das sind so Sachen, die jeder braucht. Und es ist alles auf Fasching getrimmt hier gerade. Finde ich echt witzig. Also normalerweise fehlen diese ganzen bunten Ballons und Girlanden und so. Es hat so ein bisschen was von Mardi Gras hier, nur halt auf Fasnet. Ist schon irgendwie witzig. Ist nur schade, dass sich diese ganzen Girlanden nicht im Wind bewegen.
sondern halt sehr statisch hier rumhängen, aber okay. Ich glaube mal, das wäre auch ein bisschen zu viel verlangt. Vor allem schraubt das dann natürlich auch die Anforderungen an jeden Rechner extrem hoch, wenn man sowas dann auch noch dargestellt haben will. Oh Mann, also das ist wirklich eine ultra hässliche Maske, die ich mir da ausgesucht habe. Oh, warte mal, ich habe ja noch eine Mütze hier. Fasnachtsmütze? Was? Oh mein Gott, das ist ja so richtig hässlich. Oh Gott, okay. Zusammen mit meinem unteren Teil des Maulwurfskostüms unschlagbar. Porzellanbierkrug. Hier ist sogar das Wappen von Helvetia drauf. Das finde ich echt geil, dass sie solche Details hier auch haben. Gut, hier sind natürlich noch diese ganzen Wahlunterlagen und Sachen drin. Oh, Nuka-Cola Quantum, das nehmen wir doch gerne mit. Kann man alles für die neuen Brausystemsachen brauchen. Und ja, ich glaube mal, ein Vorrat an Nuka-Cola Quantum schadet nie. Vor allem, wenn man sich mit Nuka-Schein an verschiedene Ecken hin. Oh, was bist denn du? Gedärme, Eichhörnchenbissen. Das ist eklig. Eigentlich warte ich ja nur darauf, dass es hier dann demnächst mal wieder los. Oh, okay. Wie alt ist bitte dieses Fleisch hier? Waren hier Supermutanten drin? Es sieht ja widerlich aus. Du liebe Scheiße. Eieiei. Okay, nicht sehr sexy das alles. Sahne könnte ich mitnehmen. Schneidbrett. Und Cranberries. Oh cool, die hatte ich schon lange nicht mehr. Schrägstrich, ich müsste dafür eigentlich nur noch Cranberry Bock, aber ich bin meistens zu faul. Was gibt's denn hier noch Schönes? Könnte ich hier noch ein bisschen was raiden? Oh, eine Greaserjacke und Jeans gibt's hier auch. Also, gerade wenn ihr Kostümsammler seid, könnt ihr hier sicherlich auch ein bisschen fündig werden. Wobei es halt so diese ganz klassischen Normalkostüme sind, ohne irgendwelche besonderen Dinge drin. Aber deswegen suchen wir ja hier auch in den anderen Ecken. Ich nehme ja auch immer so ein bisschen extra Zeug mit, weil man das recht gut verkaufen kann. Also gerade so, so Sachen wie, oh, ein Plüscheisbär, der guckt aber böse. Flugzeugabsturz, okay, was ist das? Ich werde die Absturzstelle zusammen mit den Einheimischen untersuchen. Diese Stadt steht am Rande des Untergangs und dieser Absturz könnte uns über die Schwelle stoßen. Egal, ob es Überlebende gab oder nicht. Warte. Okay. Der zweite Teil des Zettels fehlt. Leider. Schade. Hätte ich jetzt gerne noch gelesen. Stattdessen nehmen wir halt mal das hier mit. Also ich nehme meistens so Zeug wie Red-X und Mentats und. Oh, hier ist doch noch was drin gewesen. Nehmen wir auch mit. Ich nehme so Zeug ganz gerne mit, weil gerade so Camps oder so benutze ich selber nicht, aber man kann sie für 15 Kronkorken pro Stück sehr gut bei den Händlern verticken. Was für mich bedeutet, das ist leicht verdientes Geld, weil ich stöber ja sowieso durch allen Scheiß durch. Also es könnte hier eine sehr schöne Parade sein, wenn es nicht so unfriedlich wäre. Oh Mann, ich bin gespannt, wo das nächste Mal dann was losgeht. Also ich hoffe mal, es ist nicht nur der Fasnachtsumzug. Hallo. Können wir reden? Solange ich was zu sagen habe, fangen wir nicht zu spät an. Oh nein, das ist eine Schweizer Uhr. Ziemlich zuverlässig. Okay, und er hat Musikinstrumente anstelle von irgendwelchem anderen Scheiß. Das finde Solange ich geil. ich was zu sagen habe, fangen wir nicht zu spät an. Oh nein, das ist Okay. eine Schweizer Uhr. Ziemlich zuverlässig. Ist okay. Oh, hier kann man sogar Musikinstrumente spielen. Und wieder so ein Bierkrug, geil. Ist das witzig. So, hier sind aber noch ein paar Verbrannte drin, wie es klingt. Gut, kein Problem. Euch erlöse ich doch gerne. Habe ich kein Thema mit. Kommt mal schön brav her. Wo seid ihr denn? Hallo? Huch, Zigarrenkiste, okay. Was haben wir denn hier? Stange Zigaretten? Administrator-Terminal, da können wir gleich mal einen Blick reinwerfen. Aber zuerst muss ich hier mal aufräumen, glaube ich. Okay, die olle Knifte ist wohl doch ein bisschen zu alt, aber ey, was soll's. Bekannt, Single-Action-Revolver. Bauplan, nee, brauche ich nicht. Den habe ich schon. Oh, hier gibt es nochmal einen Teddybär. Schrotpatronen kann ich mitnehmen.
Ein Schachbrett. Ja, nee, das brauchen wir alles nicht. Also ich hatte gehofft, dass ich hier noch irgendwelche coolen Dinge finde. Aber was ist das? Leguan am Stiel. Oh, cool. Essen. Kostenloses Essen. Das nehmen wir doch immer mit. Kochpfanne. Was haben wir hier? Ist hier irgendwas drin? Nee, kriegen wir noch nicht mal auf. Also echt, Helvetia, du bist ein bisschen geizig bisher. Ich hatte ja auf irgendwelche coolen Dinge gehofft. Sachen, die ich noch nicht kenne. Okay, hier ist diese komische Druckmaschine nochmal. Ist ja immer noch witzig, dass die ganze Katastrophe Helvetia und auch den Rest der Welt getroffen hat, als es gerade hier die große Wahl gab. Automatische Wahlsysteme. Die ganze Nation wird uns um das automatische Wahlsystem Appalachia beneiden. Kein Auszählen mehr per Hand, sofortige Bestätigung jedes Stimmzettels. Jetzt müssen wir nur noch auf den großen Tag warten, okay? Okay, die Druckmaschinen sind mit dem AWA-System verbunden und sie sagen mir, dass ein Teil der Software zeitgesperrt ist. Aber keine Angst, die Stimmzettel werden wie wild gedruckt, sobald das Signal kommt. Okay. Tja, es kam nur wohl nicht wirklich. Das ist dann ein kleines Problem bei diesem ganzen System. So, Tafelmesser haben wir hier. Hier drüben ist auch noch ein Gebäude. Mal gucken, ob wir da noch irgendwelche Ex-Bewohner finden. Hallo? Hallo? Echo? Oh, hier ist ein Safe. Ach, ich muss jetzt erstmal, warte mal, ich muss jetzt hier mal kurz mein Dings umbauen. Ach, ist das lästig. Ich hatte grüner Daumen drin. Und dafür brauche ich jetzt aber den Meistereinbrecher, damit ich diesen Safe öffnen kann. Ja, grüner Daumen habe ich momentan deswegen drin, um bei der Suche nach Ressourcen für das Brausystem nicht die ganze Zeit irgendwie Driss zu haben. Ach, leck mich doch. Was bist du für ein scheiß Schloss? Oh. Das ist jetzt wieder so ein Nuancengefrickel. Ah, okay. Was haben wir hier Schönes? Eine Haarklammer. Nehmen wir mit. Was bist du? Level 10. Ja, nee, ist klar. Brauche ich dich ganz dringend. Lass mal gut sein. Hier nehmen wir doch was mit. Nein, mehr gibt's nicht. Okay, du bist ein bisschen geizig als Kiste. Ich sehe das schon. So. Hier dröhnt doch irgendwas vor sich hin. Ach, das ist das Radio. Huch. Jetzt habe ich die Kaffeetasse eingepackt. Na toll. Hallo? Warum knarrst du immer noch? Ich habe dich ausgemacht. Oh, es ist doch zum Kotzen. Sehr lästig. Okay, gucken wir doch mal, was es hier noch Schönes gibt. Übrigens, Bethesda, dein Launcher ist Grütze. Nur um es nochmal zu erwähnen. Ich habe selten einen Launcher erlebt, der so viele Probleme gemacht hat. Nicht zuletzt, weil er ja am Day One von Fallout nochmal ausgelöst hat, dass wir das ganze Spiel nochmal runterladen mussten. Und also Leute, die dann in der Stadt leben und eine Leitung haben, mit der sie, keine Ahnung, die 50 GB innerhalb von 15 Minuten runtersaugen, haben damit wahrscheinlich kein Problem gehabt. Wir saßen hier allerdings wie auf Kohlen, weil sowohl meine bessere Hälfte als auch ich wollten das Spiel ja spielen. Wir hatten beide diesen Bug und mussten neu runterladen. Und bei einer 16K-Leitung könnt ihr euch dann ungefähr vorstellen, wie lange es dauert. Seitdem bin ich kein großer Fan mehr von diesem beschissenen Launcher, weil es war ein Launcher-Problem, nicht ein Spielproblem. Und ich frage mich ernsthaft, was so schwer sein kann, diesen dreckigen Launcher so zu programmieren, dass er solche Fehler nicht macht. Also, das ist schon so ein bisschen bitter. Okay. Also, irgendwie sieht das hier ein bisschen schlecht aus mit neuen Events, fürchte ich. Ach Leute, ich bin noch extra hierher gekommen, um lustige Events zu erleben. Was soll denn der Mist? Oh, was ist das hier? Holzhaufen. Können wir auch gleich mal mitnehmen. Weil Holz ist, seit ich diese Brausystem täglichen Quests mache, immer ein bisschen knapp. Ich brauche die ja regelmäßig, um hier irgendwas herzustellen und zu brauen. Würde ich euch übrigens auch sehr stark empfehlen, wenn ihr an diesem Brausystem Interesse habt, sammelt immer genug Holz und sammelt so gut wie alle Dinge, die irgendwie auf dem Weg liegen. Frohe Fasnacht. Okay, gucken wir mal. Willkommen in Freyas Küche. Zum Fasnachtsdienstag haben wir ein paar ganz besondere Nachtischangebote. Was der Fasnachtsdienstag ist? Deutsche und Schweizer Siedler
trafen im 19. Jahrhundert in Helvetia ein und brachten ihre traditionellen Feste mit. Der Fastnachtsdienstag läutet die Zeit des Fastens ein, doch zuvor wird noch einmal richtig herzhaft gegessen. Die Fastnachtsküchli gehören da zu den beliebtesten Leckerbissen. Dieses frittierte Fettgebäck ähnelt in gewisser Weise Donuts und wird dutzendfach verkauft. Okay, also die Schweizer Fastnachtsküchli, die ich kenne, sind nicht wie Donuts, sondern so flache Scheiben, die dann halt tatsächlich frittiert werden, also so Teigbatzen und halt sehr, sehr dünn benutzt werden. Und man stäubt da dann einen riesen Berg an irgendwie verschiedenen, an Puderzucker drauf. Und man hat dann halt so knusprige Scheiben, die man dann isst. Und, ja, ich weiß nicht. Also, das ist dann nicht unbedingt das, was ich mir unter Fasnachtsessen vorstelle. Weil für mich ist Fasnacht immer, man hat irgendwie Berliner mit sehr seltenen Füllungen, die es ansonsten im ganzen Jahr nicht gibt. Also zum Beispiel so Eierlikör oder Vanille oder so oder Schoko. Und die gibt es dann bei jedem Bäcker hier in der Umgebung. Schweizer Freunde beneiden mich darum. Das finde ich ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Weil nicht jeder mag diese Fasnachtsküchli, die dann halt doch so ein bisschen langweilig sind, ganz ehrlich. Du hast dann halt einfach so ein Stück Teig frittiert mit Puderzucker drauf. Ja, ich weiß ja nicht. Also, ihr lieben Schweizer, ihr dürft uns ruhig ein bisschen beneiden. Ich verstehe das. Wäre ich ein Schweizer und, okay, das sieht jetzt sehr strange aus. Bienenwachs kann ich mitnehmen, super. Was zur Hölle ist das? Genauer gesagt, was war es mal früher? Ist das ein Oktopus, der versucht, irgendwie ein Pferd zu verschlingen oder was? Egal. Ich nehme mal noch das Bienenwachs mit. Oh, oh. Okay. Fanden sie jetzt nicht gut? Merke ich schon. Dafür haben wir eine Schrotknarre. Oh Mann. Oh, hier könnte ich mich dann hinstellen. So. Vater, Mutter, Kind. Oh mein Gott. Es ist einfach so schmerzhaft. Warte mal. So, mal gucken. Irgendjemand schießt hier auf mich. Warum schießt du auf mich? Ich bin doch nur ein netter, freundlicher Besucher, der hier Fasnacht feiern möchte. Okay. Was soll der Mist? Echt jetzt, so geht man nicht mit Gästen um. Was soll der Scheiß? Also, nachdem die hier offensichtlich nicht mit mir Fasnacht feiern möchten. Opa. Und ich auch zu doof bin, sie zu treffen. Saftiger Kopfschuss. Sehr schön. Würde ich mich an dieser Stelle mal von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet trotz Chaos ein bisschen Spaß an der Sache. Oh Mann, und ich war echt so blöd, die Gegner zu sehen bei diesem Event. Mal gucken, ob noch ein neues kommt. Wir werden es sehen. Macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit und vielleicht feiert ihr ja hier auch den Fasching mit. Wenn ihr irgendein Problem mit dem Einloggen haben solltet, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich poste euch dann auch ganz gerne meinen Workaround, der gut funktioniert hat. Macht es gut, ihr Lieben, und tschüss.